Die hieß wieder Django 1141. Heute mit meinen Katastrophenfilmen. Und es gibt noch ein Statement zu Bruce Willis. Also bleibt dran, aber zuerst zu den Filmen. Zuerst Volcano mit Tommy Lee Jones. Die Neuverfilmung von Poseidon mit Kurt Russell. Daylight mit Sylvester Stallone. Und Armageddon mit Bruce Willis und Ben Affleck. Jetzt noch das Statement zu Bruce Willis Karriere aus. Seine Familie hat bekannt gegeben, dass er nicht mehr schauspielern kann. Er hat da so irgendwie eine Krankheit, wodurch er nicht mehr sprechen kann und sich den Text nicht merken kann. Also so eine Art Demenz. Ist und bleibt der Trust die Actionheld. Das ist ganz klare Sache. Ja, der ein oder andere, so wie ich auch, hab ihn belächelt wegen seinen ganzen neuen Filmen. Aber er hat diese ganzen Rollen nur angenommen, damit er Geld für seine Familie verdient hat. Ja. Aber uns bleiben seine ganzen großartigen Filme im Kopf. Ja, ich wollte dazu jetzt auch kein Extra-Video machen. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis dann.